Mahlzeit. Ich habe das draußen gehört, ich habe mich schnell hier an den Computer gesetzt und sage mir, das muss ich euch unbedingt zeigen. Und zwar von Serge Menga, wer ihn kennt, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Erstens finde ich das ganz schlau, wie er diesen Titel gewählt hat. Deswegen habe ich den Titel gleich mit übernommen. Verlasst die Straße. Denkt man, was soll denn das? Der Angst. Ach, die Straße der Angst. Und jetzt vor den Wahlen. Verlasst die Straße. Vor den Wahlen. Ich finde das gut, aber das ist das eine. Ich möchte bloß auf eins hinweisen. Ich habe ja die ganze Zeit immer gesagt, ja, wählen, wählen, wählen. Wer wählt, der glaubt da an Weihnachtsmann, beziehungsweise ich habe auch gerne, Brecht war das, glaube ich, zitiert, wenn Wahlen etwas änderten, dann wären sie schon längst verboten und so weiter und so fort. Aber ich möchte euch ganz kurz einen kurzen Auszug hier vorspielen. Ich glaube, Serge hat nichts dagegen. So dass mir das auch noch mal zu denken gehabt gegeben hat, und das möchte ich jetzt auf jeden Fall mit in eure, ja, in eure Gedanken mit einfließen lassen. Hören wir uns ganz kurz 3, 4 Sekunden den Serge mal an. Als das geringere Übel, welches wir gemeinsam nach vorne brechen können und nach vorne bringen können, für wirkliche Abwechslung in der deutschen Politik. Ja, ganz genau das ist es. Das geringere Übel. Er sagt es ja ganz genauso letzten Endes wie ich, aber ich glaube, er hat insofern recht, wir müssen wenigstens das geringere Übel wählen, weil alles andere macht, ja, ist viel, viel schlimmer. Insofern wünsche ich euch jetzt mal ein schönes Wochenende und wie gesagt, guckt euch die Rede an. Das sind diese 5 Minuten, die sind es auf jeden Fall wert. Dann könnt ihr auch noch besser drüber denken, weil mich hat es absolut angeregt, diesen Mann mal zu hören, was der zum Thema Wahlen zu sagen hat. Und er hat recht. Also, ein schönes Wochenende und Leute, ihr wisst ja, macht was, ne? Aber macht's gut. Bis dann.